Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen. Und heute möchte ich die sechs Begleiter, die sechs Regenbogenbegleiter, also die drei winzigen Regenbogentiger und die drei winzigen kosmischen Regenbogenschweine verlosen, sowie die 1,5 Millionen Astraldiamanten. Und ich habe die Einsendungen von euch einmal ein bisschen aufgearbeitet. Ihr habt mir alle viel geschrieben und ihr habt mir viele verschiedene Gebietswünsche geäußert, die ihr gerne wieder in Neverwinter sehen möchtet. Und wie ihr seht, gibt es relativ eine einheitliche, also eine ziemlich einheitliche Tendenz, dass es entweder ein völlig neues Gebiet sein soll, was über ein Viertel der Teilnehmer sich wünschen. Also da gab es geile Ideen wie eine technologisierte Welt oder ein Unterwassergebiet. Finde ich beides richtig, richtig cool. Und noch andere coole. Und Pirate Skyhold, ebenfalls mit mehr als 25%. Das sind so, ich glaube, Pirate Skyhold ist sehr, sehr nötig, dass sie das wieder zurückbringen. Hoffen wir einfach mal, dass sie es tun. Aber nun wollen wir ja uns mit den Verlosungen beschäftigen. Und dafür werde ich dieses Wheel of Names verwenden. Ich habe eure Nummern hier eingetragen. Ihr seht die Nummern in der Excel-Tabelle mit den Usernamen und dem Gebietswunsch dieser Person. Und dann gucken wir doch mal. Ich fange mit den Begleitern an, also mit den drei winzigen Regenbogentigern. Dann kommen die drei winzigen kosmischen Regenbogenschweine. Und zum Schluss dann die 1,5 Millionen Astraldiamanten als großer Gewinn sozusagen. Ich drücke euch allen die Pfoten. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal bei allen, die mitgemacht haben. Und es tut mir schrecklich leid für die Consoleros, die auch reingeschrieben haben, dass sie gerne mitmachen würden, aber nicht können, weil ja, PC und Konsole ist ja leider nicht kompatibel, aber ja, tut mir schrecklich leid, ich kann das nicht beeinflussen. Aber vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und jetzt klicken wir mal los und wir gucken, wer kriegt den ersten winzigen Regenbogentiger. Es ist die Nummer 15. Das ist The Böhmis mit Helm's Hold, ein sehr, sehr schönes Gebiet. Welches ja wirklich schwierig ist, da es jetzt nicht mehr da ist, macht das Ganze mit der Zauberfest weniger Sinn. Und auch in Schuld, was ja eigentlich auch ein bisschen darauf geht. Dann, mal kurz eingetragen. So kurz eingetragen, dass ich das nicht vergesse. Und dann gucken wir mal, der nächste Regenbogentiger geht an die Nummer 3. Mörchen! Mit dem Black Lake Viertel. Ja, das ist ja dadurch, dass damit begann ja die ganze Heldengeschichte eigentlich, ne? Und auch die Geschichte um die Krone, die Never Ember da so hütet und dass es dort einige gibt, die dem nicht wirklich trauen. Das wird ja auch gar nicht mehr so gut erklärt. Glückwunsch, Mörchen! Der letzte Regenbogentiger geht an die Nummer 10. Mr. Co. Pirate Skyhold. Ja, das sehr, sehr beliebte Gebiet. War nicht so meins. War nicht so wirklich meins. Pirate Skyhold. Einfach wegen den ja noch ein bisschen fraglichen, moralisch fraglichen Entscheidungen und Handlungen, die wir dort durchführen mussten. Aber nun ja, es ist sehr beliebt und ich meine, ich verstehe es auch designtechnisch. Als nächstes kommen die drei Regenbogenschweine und der erste neue oder die erste neue Besitzerin eines Regenbogen-kosmischen Schweines ist die Nummer 11. Herr Rautos, Glückwunsch! Baldur's Gate, ja, ein neues Gebiet. Und ich verstehe das auch sehr, denn Baldur's Gate ist bei mir auch eigentlich so das erste Spiel, mit dem ich mit Dungeons & Dragons in Kontakt gekommen bin. Baldur's Gate 1 und 2. Das spielt ja auch in der Nähe der Schwertküste. Macht also schon Sinn, dass wir da vielleicht auch mal hinkommen, gerade wo wir Minsk zum Beispiel ja auch haben, als Held von Baldur's Gate. Wäre vielleicht ganz cool mal zu erfahren, wie das jetzt so aussieht, nach dieser langen Zeit. Das nächste Regenbogenschweinchen geht an die Nummer 17. Laurenz Böhme mit dem Turmviertel. Ja, Turmviertel
auch sehr, sehr schön. Upsala, noch nicht kopiert gehabt. Traumviertel auch sehr, sehr schön. Gerade dieser Kampf um Neverwinter, dass man gesehen hat, okay, die Stadt ist halt durch die lange Zeit, in der das doch eher brach lag, das ganze Gebiet und nicht keine echten Beschützer hatte, haben sich dort natürlich auch die bösen Orks so eingenistet. Und es war einfach ein interessanter Aspekt, dass wir hier auch vor, ich nenne es jetzt mal, weltlichen Gefahren Neverwinter beschützen und nicht vor Göttern und Dämonen und super bösen Magier-Lichtdamen, sondern einfach vor Orksen. Deswegen, ich verstehe den Gedanken sehr gut. So, und das letzte Regenbogenschweinchen geht an die Nummer... ...7. Erz-001. Wunsch Mount Hotenau. Oh ja, Mount Hotenau. Ich freue mich, dass es noch jemanden gibt, der dieses Gebiet total toll findet oder total toll fand. Nicht nur, weil es natürlich für die Stadt ein sehr wichtiges Gebiet ist, immerhin ist die Stadt durch den Ausbruch von Mount Hotenau ja in diese schwierige Situation gekommen, dass dort kaum noch jemand lebte, beziehungsweise viele geflüchtet sind. Nein, ich fand auch die Geschichte um diese Begrünung, die dort es war eine Fee oder eine Druidin, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist schon so lange her, aber ich fand die Geschichte halt so toll, dass ich da meine erste und einzige Foundry ja gebaut habe. Und ich glaube, ich bin mal so frei und verlinke mal hier oben auf dem i, da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr zu dem Video, wo ich meine Foundry noch spiele, weil das Video gibt es glücklicherweise noch, auch wenn es die Foundries selbst nicht mehr gibt. Und es ja auch gesagt wurde, es wird Foundries leider nie wieder geben. Das waren aber die 6 Begleiter, die Regenbogenbegleiter, und ich hoffe, ihr werdet sehr viel Spaß mit den Begleitern haben. Ich laufe momentan immer mit dem Tiger rum, der ist super süß, aber auch das Schweinchen ist super süß. Gerade dieser kosmische Effekt, den liebe ich ja, und auch die Farben und so. Und jetzt gucken wir natürlich, einen Preis gibt es natürlich noch, und zwar die 1,5 Millionen Astraldiamanten. Und da gucken wir doch mal, wer der oder die glückliche Gewinnerin ist. Wer kriegt Gegenstände im Wert von 1,5 Millionen Astraldiamanten der persönlichen Wahl? Die Nummer 2. Kim. Mit dem Gebietwunsch Pirates Skyhold. Ja, wie unerwartet, dass das natürlich auch noch kommen muss. Glückwunsch. Glückwunsch. Und ich würde jetzt, beziehungsweise ich brauche jetzt natürlich von jenen 7 Leuten, brauche ich den Neverwinter-Handle, damit ich euch entsprechend die Informationen, also entweder den Key, den ihr benötigt, um den Begleiter freizuschalten, beziehungsweise mit Kim, um abzusprechen, welche Items ihr haben wollt. Und dafür möchte ich, dass diese 7 Leute, ihr müsst mir unter diesem Video euren Neverwinter-Handle schreiben. Also dieses Name, Hashtag, Ziffer, was euren Account ausmacht, euren Account-Handle. Den müsst ihr mir schicken und bitte mit genau diesem YouTube-Account hier drunter schreiben, mit dem ihr auch den Post im letzten Video gemacht habt. Ich werde kontrollieren, ob es der gleiche ist. Niemand braucht also jetzt schnell seinen Namen ändern, damit er das vielleicht bekommt. Nein, ich werde die URL überprüfen, damit auch wirklich diese 7 das bekommen. Schreibt mir also in die Kommentare euren Neverwinter-Account-Handle und dann schreibe ich euch in-game an und dann klären wir das, damit ihr das auf jeden Fall auch bekommt. Ich bedanke mich für die Teilnahme. Ich hoffe, die jetzt nichts gewonnen haben, sind mir nicht böse. Es wird garantiert noch weitere solcher Möglichkeiten geben, an diese Begleiter ranzukommen, denn das sind ja so Giveaway-Begleiter, die sie immer mal wieder raushauen. Und ja, vielleicht haben wir Glück und eines der gewünschten Gebiete kommt auch mal wieder. Oder ein völlig neues Gebiet, wer weiß. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.